Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von Defma Models. Willkommen zum heutigen Mittwoch. Neue Ausgabe am Kiosk erhältlich, unter anderem auch für die Abonnenten. Ihr habt eure Ausgaben wahrscheinlich schon. Ja, es geht weiter mit Ausgabe Nummer 9 und da gibt es ein bisschen was zu tun. Wir bekommen nämlich ein größeres Motorenteil und wir brauchen aus der ersten Ausgabe diverse Teile, nämlich einmal hier die neben dem Kanonenrohr hier diese Blende und den Schaft, wo das Rohr noch eingesteckt wird. Und das Ganze werden wir mit diesem Bauteil einmal zusammen kombinieren. Wie genau, zeige ich euch gleich in der Detailaufnahme. Vorher lasst ihr gerne noch ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben hier auf dem Kanal da, wenn es euch gefällt, was ich hier treibe. In dem Sinne, los geht's! So, damit starten wir hier zur offiziellen Videoanleitung auf und diese Teile hier legen wir als erstes mal beiseite. Wir nehmen uns das Kanonenrohr mit der Seite des Kabels. Dieses führen wir einmal hier unten durch. So, na, komm, geh durch da. Der Stecker wehrt sich, der verfängt sich da immer an der Seite. So, jetzt habe ich ihn. Und damit stecken wir das ganze Bauteil einmal hier drauf. So, wie weit werden wir vermutlich gleich sehen. Als nächstes geht es mit dem Kabel durch diese Blende. So, jetzt müssen wir schauen. Genau, das Ganze kommt so, dass wir hier auf diesem Stück die helle Fläche oben haben. Und jetzt müssen wir das Rohr noch einmal nach oben drehen, dass wir hier dieses Schraubloch oben haben. Oder zumindest seitlich. So, mal schauen. Wie das da funktioniert. So, drehen Sie die Kanonenrohrbaugruppe um und führen Sie von hinten den Verschluss 9A heran. Hey. So, erstmal schauen, wie das hier funktioniert. So, okay. Wir haben hier in der Mitte, sehe ich gerade, so ein weißes Teil, das, wenn man hier drückt, das Ganze hier über diesen Federmechanismus wieder vorfedert. Ja? Dann haben wir da ein Schraubloch und das sollen wir jetzt einmal hier unter dieses Schraubloch hier führen. Jetzt ganz langsam, damit es nie wieder wegrutscht. Wir nehmen uns eine der CP-Schrauben zur Hand und schrauben das hier mal fest. So, ne? Und dann haben wir das hier zumindest schon mal. Soweit das Rohr hier dran. So, für den Fall, dass ich an manchen Stellen, weil ich nicht auf den Bildschirm geguckt habe, unselig war, zeige ich euch das Ganze nochmal im Detail. Diese Motorengruppe dreht euch einmal auf die Seite, dass die Seite zu euch zeigt. Dann seht ihr hier oben auf dem weißen Stift hier hinten ein Schraubloch. Und dieses Rohr hat ebenfalls ein Schraubloch, die führt ihr beide übereinander und macht da die CM-Schraube rein. So, und wenn wir das Ganze dann hier einmal vorne am Rohr drücken, sollte der Mechanismus nach hinten federn, aber auch gleichzeitig wieder nach vorne federn.
So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder für Ausgabe Nummer 9. Wir haben jetzt hier das Kolonnenrohr mit dem ersten Motorblock hier zusammengefügt. Und ja, da geht es dann stetig weiter. In den nächsten Ausgaben, können wir noch kurz reinlinsen, bekommen wir die Bodenplatte. Das wird interessant. So. Also, gibt auf jeden Fall Bodenplatte und dann habe ich gerade gesehen, gibt es noch einen Taster ist auch noch dabei, aber was genau da alles gemacht wird, das seht ihr dann pünktlich nächsten Mittwoch hier auf dem Kanal, wenn es hier weitergeht mit Ausgabe Nummer 10 zum RC Königstiger aus dem Hause Hachette. In dem Sinne, macht's gut, viel Spaß beim Nachbauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.